In der Hauptstadt von Argoliva, Nafplion, befindet sich auf einem großen Felsberg der Verteidigungsschutz der Stadt das unsiegbare und schreckliche Palamidi, eine der stärksten Burgen auf Peloponnes. Anfangs wurde sie 1687 vom Venezianer Francesco Morosini gebaut und später in der zweiten Phase ihrer Vervollständigung wurde sie bekannter wegen des ausgezeichneten Plans von Grimaldi, 8 in der Reihe abgedeckte Schildmauern zu bauen. Der Gründer der Stadt Nafplios hatte 3 Söhne. Vom ersten Sohn bekam die starke Burg ihren Namen. Schon seit der Antike war Nafplion eine starke und gut befestigte Stadt, die in der Mythologie an der Argonautikie-Kampagne teilgenommen hatte. 589 nach Christi haben die Slawen die Mauern der Stadt bedroht, aber sie hat sich mit Hilfe der byzantinischen Armee, die vorher die Mauern der Stadt mit mehr Burgen befestigt hatte, gut verteidigt. 1032 nach Christi, unter dem Schutz des allgemeinen Befehlshabers Nikephoros Phokas, wird Nafplion eine der stärksten Städte der Gegend Morias aufgrund ihrer starken Mauern und Burgen. Danach folgte die Zeit der Franken bis zu 1259. Damals wurde ein Vertrag mit Michael Paleologo unterschrieben, der Despot von Mistras war und danach auch den Titel des Despots von Nafplion bekam. 1383 kommt Nafplion für 150 Jahre in die Hände der Venezianer. In dieser Zeit werden von den besten Meistern der Befestigungskunst noch mehr Befestigungsmaßnahmen getroffen, sowie auf Palamidi als auch auf Akronafplia, die bis heute auf den Eingang zum Hafen achtet. 1538 ist das Jahr, in dem die Türken zum ersten Mal Fuß auf Palamidi und gleichzeitig auf Nafplion setzen, nachdem sie die Burg belagert hatten. Große historische und heroische Momente hat die Burg Palamidi mit ihren 999 Treppenstufen erlebt und natürlich die Stadt, die unter ihr liegt. Eine schöne, malerische Stadt, die sich wie ein Amphitheater von den Füßen des Felsberges bis hinunter zum Hafen erweitert. Ein wunderschöner Blick erwartet den Besucher von Palamidi. Glockentürme von Kirchen, keramische Dächer von Häusern der Altstadt, Straßen, Plätze und vieles andere. Ein panoramischer Blick auf das Meer, auf die offene Ebene von Argoliva und ihre Berge. Wegen ihrer natürlichen Schönheit und ihres unermüdlichen Schützers Palamidi zählt die Stadt zu den schönsten des Landes. Es lohnt sich, einen Besuch dorthin zu machen.